Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial in Planet Zoo. In dem heutigen Tutorial möchte ich euch mal so ein bisschen das Wegetool, was ihr unten rechts findet, etwas näher bringen. Es ist sehr, sehr wichtig, aber dennoch sehr kompliziert, finde ich, für Neueinsteiger, weil es sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also wenn man vorher kein Planet Coaster oder sowas gespielt hat, dann ist das Wegetool erstmal echt eine Herausforderung, weil man wirklich schnell auf Schwierigkeiten stößt. Aber ich habe schon einige Tricks und so herausgefunden, die ich euch heute auch näher bringen möchte, um diese Schwierigkeiten halt zu umgehen. Und so kann man quasi oder fast alles so hinbekommen, wie man es dann gerne hätte. Und genau das möchte ich euch heute so ein bisschen zeigen. Als allererstes möchte ich mit euch erstmal auf so ein paar grundlegende Sachen eingehen, nämlich erstmal auf die drei verschiedenen Wegetypen, die es hier gibt. Dann wird zum einen die normalen Wege, die benutzen Besucher und Mitarbeiter ganz normal, sind halt normale Wege. Dann haben wir hier Warteschlangenwege. Die sind speziell einfach als Warteschlangen, da stellen sich die Leute an. Könnt ihr verwenden, wenn ihr irgendeine Attraktion benutzt, wie zum Beispiel die Dampflok oder das Boot und was es da nicht alles gibt. Und dann haben wir zu guter Letzt hier noch die Mitarbeiterwege. Die benutzen logischerweise nur Mitarbeiter, darüber gehen keine Besucher. Solltet ihr immer dann verwenden, wenn ihr irgendwie einen Weg habt, der zu einer Mitarbeitereinrichtung geht, wie zum Beispiel in der Tierpflegerhütte. Ja, und platzieren könnt ihr die Wege, ganz simpel, wir machen das mal mit einem normalen Weg. Also ihr könnt die erstmal auswählen, platzieren könnt ihr die ganz normal mit Linksklick. Ich denke mal, das ist euch allen bewusst soweit, das kennt ihr alle schon. Und dann könnt ihr ganz normalen Weg bauen. Ist ja super simpel. Könnt dann auch eine Kreuzung und sowas bauen. Ich denke mal, das solltet ihr alle können. Ihr könnt das dann auch einfach hier connecten mit einer Kreuzung. Ist alles super, super easy. Wenn ihr mal so einen Weg habt, ihr könnt natürlich auch unten die Farbe und sowas ändern. Dafür gibt es auch einen Hotkey. Das ist teilweise sehr praktisch, wenn man sich nicht sicher ist, welchen Weg man hier am schönsten findet. Da könnt ihr Ä und Raute-Taste benutzen, um nach rechts und links zu schalten. Also ich schalte jetzt mal nach rechts mit der Raute-Taste. Und mit Ä könnt ihr dann wieder sozusagen zurückschalten. Sieht man jetzt hier nicht ganz so gut wegen dem hohen Gras, aber das soll uns nicht weiter stören soweit. So, das lange Gras ist beseitigt, damit es uns hier nicht mehr stört. Ich habe jetzt hier mal kurzes Gras hingemacht. Und dann kommen wir hier nochmal zu dem Wegen löschen. Das ist natürlich auch wichtig. Das könnt ihr einfach mit einem Rechtsklick auf den entsprechenden Weg machen, um den zu löschen. Da das teilweise so ein bisschen anstrengend und nervig ist, habt ihr unten auch noch die Option, Weg löschen zu aktivieren. Dann könnt ihr einfach mit gedrückter linker Maustaste einmal den Weg lang gehen, den ihr gerne löschen möchtet. Ich mache das Ganze mal rückgängig, weil ihr könnt das Ganze auch noch etwas einfacher machen, indem ihr einfach zum Beispiel die Entfernen-Taste gedrückt haltet und dann mit gedrückter linker Maustaste könnt ihr das auch machen. Dann kommen wir als nächstes hier unten rechts zu unseren Optionen. Da haben wir nämlich zum ersten die Winkelausrichtung. Die ist eigentlich relativ interessant. Ich stelle die jetzt mal auf 15 Grad ein und dann seht ihr gleich, was man damit denn machen kann. Ich habe jetzt 15 Grad eingestellt und ihr seht jetzt, ich habe jetzt ein Rastpunkte jeweils im 15 Grad Winkel. Das heißt, ich würde jetzt eine Rechtsabbiegung von 15 Grad haben. Noch ein weiter, dann 30 Grad, 45 Grad und so weiter und so fort. Das Ganze kann ich hier auch individuell einstellen, wie ich möchte. Wenn ich zum Beispiel auf 11 stelle, hätte ich jetzt hier beim ersten Einrastpunkt 11 Grad, 22, 33 und so weiter. Ist, denke ich mal, relativ verständlich und der 90 Grad ist dann halt ein rechter Winkel. Wenn ihr das Ganze auf 0 Grad stellt, dann könnt ihr das Ganze wieder frei bewegen. Ist quasi so, als wenn ihr einfach hier den Haken wegmacht und das Ganze deaktiviert. Als nächsten Punkt haben wir da einmal die Länge. Ich denke mal, die ist auch selbsterklärend. Also die Länge ist einfach wie lang ein Wegstück sein oder ist. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Je kürzer, desto kürzer der Weg logischerweise. Was da für euch natürlich wieder noch sehr interessant ist, sind die Hotkeys, weil die finde ich sehr, sehr praktisch und wichtig. Dann wird zum einen das scharfe S oben bei der neben der 0 rechts, das ist Weg kürzer machen. Und daneben rechts die Semikolon-Taste oder was das da ist, so Apostroph. Zirkonflex, ich weiß es nicht, ist zum Weg länger machen. Müsst ihr mal auf der Tastatur suchen und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Dann haben wir als nächstes die Kamera. Die Kamera ist frei beweglich, Kamera folgt und wird zentriert und folgt und dreht sich. Ich benutze eigentlich immer Kamera folgt, aber das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Ich kann es euch an meinem Beispiel zeigen. Wir machen den Weg mal länger und die Kamera folgt jetzt sozusagen dem, was ich hier baue. Könnt ihr auch ausstellen, könnt ihr auch was anderes einstellen. Könnt ihr so machen, wie ihr das am besten findet, würde ich sagen. So, der nächste Punkt ist einmal die Wegbreite. Ist, denke ich mal, auch logisch, was das ist. Wegbreite
ändert einfach hier die Breite von dem Weg. Wenn ich hier dran rumspiele, wird der Weg breiter und schmaler. Das Maximum ist 10 Meter, das Minimum ist 4 Meter. Auch dafür gibt es wieder Hotkeys, nämlich einmal die Ü-Taste, um das Ganze schmaler zu machen, und die Plus-Taste, um das Ganze breiter zu machen. Der nächste Punkt wäre jetzt hier die Rasterausrichtung. Da kommen wir aber gleich zu, weil die braucht man hauptsächlich so für Wegflächen und große Plätze und sowas. Und das machen wir gleich nochmal als eigenes Kapitel sozusagen. Ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen noch auf ein paar Tricks bei einer Wegkreuzung und sowas eingehen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier direkt einen Weg nebenan bauen möchtet, dann seht ihr, ist das gar nicht mal so einfach, weil hier das Wegetool immer automatisch direkt einrastet, weil hier ja schon ein Weg platziert ist und es sozusagen den Weg direkt an diesen Weg anschließen möchte. Wenn ihr das umgehen wollt, müsst ihr einfach die STRG-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr den Weg so platzieren, wie ihr es gerne möchtet. Dann könnt ihr quasi hier auch direkt einen Weg neben diesem anderen Weg bauen, ohne dass euch das Ganze stört. Und sobald ich STRG loslasse, wie jetzt, würde der sozusagen hier wieder eine Connection machen. Und wenn ihr wieder STRG gedrückt haltet, würde der wieder keine Connection machen. Also so könnt ihr das Ganze so ein bisschen umgehen. Finde ich immer sehr, sehr wichtig und hilfreich auf jeden Fall. Als nächsten Tipp, wenn ihr so eine Kreuzung baut, kann ich euch nur den Hotkey Y ans Herz legen, weil mit diesem könnt ihr dann zusammen mit eurer Winkelausrichtung hier unten, ich habe jetzt hier 15 Grad eingestellt, eine Kreuzung wirklich mit diesen Gradzahlen bauen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine 15 Grad Kreuzung, ich stelle hier mal 45 Grad ein, dann sieht man das ein bisschen besser. So, jetzt habe ich hier drei Einrastpunkte, einmal 45 Grad, 90 Grad und nochmal 45 Grad. Ich denke mal, das ist relativ verständlich, wenn ihr hier zum Beispiel auf 90 Grad stellt, habt ihr sozusagen eine Kreuzung, die im 90-Grad-Winkel abgeht. Das Ganze geht relativ einfach mit gedrückter Y-Taste und kann sehr, sehr hilfreich sein, meiner Meinung nach. Und wo ich gerade hier diese Kreuzung so sehe, kann ich euch auch noch einen kleinen Tipp ans Herz legen. Wenn ihr mal so eine Kreuzung habt und die so ein bisschen natürlicher wirken lassen wollt, wir machen mal ganz kurz hier eine Wegverbindung einfach. So, jetzt haben wir nämlich so einen wunderschönen Fisch geschaffen. Und ihr zum Beispiel hier die Fischflosse so ein bisschen abrunden wollt, dass es nicht so eine harte Kante ist, dann nehmt einfach das Wegetool und platziert hier in diese Ecke einen Weg. Sieht jetzt erstmal doof aus. Und den entfernt ihr dann wieder mit Rechtsklick. Und dann seht ihr, das Spiel rundet diesen Weg dann automatisch ab. Je größer ihr dann einen Weg nehmt, den ihr dahin platziert, beziehungsweise je breiter, nicht je größer, desto mehr wird das Ganze abgerundet. Ich habe jetzt hier mal eine extreme Breite, nehme ich jetzt mal hier. Und jetzt seht ihr, dann wird das Ganze noch viel, viel größer abgerundet. Und das ist sogar schon so der erste Weg, wie man so ein bisschen einen kleinen Platz erstellen kann. Also ihr seht jetzt schon hier, ich kann hier richtig einen schönen Wegeplatz erstellen. Aber es gibt noch weitere Methoden, wie das Ganze funktioniert, die auch meiner Meinung nach ein bisschen besser sind. Aber das funktioniert schon ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst. Kann man auch sehr, sehr genau machen. Man kann jetzt zum Beispiel auch diese Kurve hier wieder abrunden. Wir nehmen mal nicht so eine große Größe. Und dann kann man den Weg so nach und nach so ein bisschen erstellen, wie man möchte. Also man muss halt immer den Weg in der Ecke platzieren und mit Rechtsklick wieder löschen. Und dann seht ihr, wird das hier immer größer und größer. Und, oh ja, das kann auch mal passieren, wenn dann an der falschen Stelle der Weg connected ist. Ja, hier geht es zum Beispiel jetzt nicht mehr. Das hat man manchmal, ich weiß nicht, wie man das umgehen kann. Falls ihr das wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ihr habt ja jetzt gerade schon die erste Methode gesehen, wie man so eine etwas größere Wegfläche erschaffen kann. Die ist allerdings sehr ungenau, wenn ihr wirklich gleichmäßige Wegflächen erschaffen wollt. Falls das der Fall ist, kann ich euch nur empfehlen, hier unten die Rasterausrichtung zu benutzen. Die könnt ihr einmal anklicken und dann seht ihr schon direkt, wenn ich jetzt über diesen Weg hover, kommt hier dieses Raster drumherum. Wenn ich jetzt mit Linksklick klicke, kann ich in diesem Raster jetzt so viele Wege erstellen, wie ich möchte und diese Fläche sozusagen so anpassen, wie ich es gerne hätte. Also das funktioniert wunderbar, ist super einfach, kann man nicht viel mit falsch machen. Dann gibt es hier unten sogar noch die Option scharfe Ecken. Das heißt einfach, dass man wirklich scharf abgeeckte Wege baut, sozusagen viereckige Wege. Und die anderen, die normalen, sind logischerweise abgerundet. Die könnt ihr auch, wie ihr möchtet, kombinieren. Das funktioniert wirklich 1A. Kann ich euch bei großen Wegflächen, die gleichmäßig sein sollen, wirklich nur ans Herz legen. So, es gibt sogar noch eine weitere Methode, Wegflächen zu erstellen. Nämlich macht ihr das Ganze mit der Winkelausrichtung und 90 Grad ist sogar schon richtig. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr den Weg kurz machen von der Länge auf 1 und dann könnt ihr sozusagen hier auch einen kleinen Wegplatz erstellen.
Und wenn ihr dann hier in die Ecke geht, könnt ihr den Weg wie in der Rasterausrichtung auch weiterführen. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Trick. Kann auch sehr, sehr praktisch sein, wenn ihr wirklich eine große, runde Fläche bauen... das wollte ich nicht. Wenn ihr wirklich eine große, runde Fläche bauen wollt, dann könnt ihr hier zum Beispiel die Breite einstellen, das Ganze auf 90 Grad und dann viermal platzieren und schon habt ihr hier einen wundervollen, großen, runden Platz. Ist leider die größte Größe, die man machen kann, weil man das Ganze natürlich nicht größer einstellen kann. Wenn ich jetzt hier weitermachen würde, wäre das Ganze leider nicht mehr rund, sondern eckig. Aber ihr seht schon, wo das Ganze hinführt, oder? Was ich euch auf jeden Fall auch noch ans Herz legen kann, ist, wenn ihr zum Beispiel in eurem Eingangsbereich vom Zoo so einen großen Platz bauen wollt, wo in der Mitte irgendwas steht, zum Beispiel ein Brunnen oder sowas, dann lasst auf jeden Fall diese Fläche, wo der Brunnen steht, frei mit Rasen, weil die Leute sonst wirklich einfach durch die Texturen laufen, weil so Texturen oder so beachten die Leute gar nicht. Die laufen auch durch Wände und sowas durch. Das müsst ihr halt immer bei den Wegen auf jeden Fall beachten. Falls ihr sowas habt, dann zeichnet das Ganze einfach so, dass ihr in der Mitte die Fläche, wo dann was sein wird später, zum Beispiel so, und dann wäre hier der Brunnen, dass ihr das freilasst mit Rasen. Und ich kann euch auch empfehlen, wenn ihr so eine Fläche baut, baut immer erst die Fläche und connectet dann erst die Straßen, die sozusagen an diese Fläche anconnecten. Es ist nämlich super, super schwierig, rund zu bauen, wenn ihr zum Beispiel von hier aus jetzt den Kreis bauen würdet. Das geht auch, aber es ist viel, viel schwieriger, weil ihr dann einfach hier nicht so gleichmäßige Übergänge habt, ne? Ich meine, ihr könnt das dann im Nachhinein auch noch so ein bisschen mit dem Trick, den ich euch gerade schon gezeigt habe, abrunden. Aber wenn man so eine Fläche baut, ich würde immer erst die Fläche bauen. Kommen wir zum nächsten und auch mit dem wichtigsten Punkt auf der Liste, nämlich erhöhte Wege. Erhöhte Wege können wirklich schnell zu Problemen und sowas führen. Aber ich werde euch heute auch so ein paar Tricks zeigen, womit ihr dann die meisten Probleme hoffentlich gelöst bekommen werdet. Aber ich zeige euch erstmal die grundlegenden Sachen. Also ihr könnt ganz normal einen Weg bauen und wenn ihr dann sozusagen erhöhen wollt das Ganze, könnt ihr einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Dann seht ihr irgendwann dieses Pfeilsymbol neben der Maus. Und wenn ich die Maus dann hochziehe, kann ich hier sozusagen den Weg so ein bisschen erhöhen. In zwei Stufen, einmal so flach und so ein bisschen steiler mit einer Treppe. Das Ganze kann ich hier auch wiederholen. Und das funktioniert alles soweit wunderbar. Es gibt natürlich auch einen Hotkey dafür. Dafür ist einmal der Hotkey U zum Erhöhen, wie ihr seht. Und der Hotkey J zum Absenken. Dann braucht ihr das mit der gedrückten Maustaste nicht machen. Falls ihr mal einen Weg schon erhöht anfangen wollt, dann könnt ihr einfach die Shift-Taste gedrückt halten und dann könnt ihr den Weg individuell von der Höhe anpassen und so einen neuen Startpunkt setzen und so platzieren, wie ihr möchtet. Ich halte jetzt sogar gerade STRG gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen muss. Ja, wenn ich halte jetzt STRG und Shift gedrückt sozusagen, weil dann bekomme ich durch STRG keine Einrastpunkte hier und mit Shift kann ich dann die Höhe so einstellen, wie ich möchte. Kann auch sehr, sehr praktisch sein. Und ihr seht auch schon, wenn ich dann zum Beispiel hier oben einen Wegpunkt setze, dann sucht er sich in der Regel hier schon einen automatischen Punkt, wo er das Ganze connecten will. Kann sehr, sehr praktisch sein. Ihr könnt dann sozusagen, wenn ihr hier oben was bauen wollt, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, einfach nochmal einen weiteren Weg setzen und dann macht er automatisch hier eine Treppe zu eurem vorherigen Weg hin. Als nächstes möchte ich euch mal die ganzen Funktionen zeigen, die ihr noch zusätzlich bei Wegen auswählen könnt. Dafür müsst ihr einmal hier unten rechts auf das Zahnrad gehen. Und dann seht ihr schon einige Optionen, die ihr noch machen könnt. Die gehen wir jetzt einmal von oben nach unten durch, damit ihr wenigstens wisst, was alle Funktionen so machen. Fangen wir mit Gelände abflachen an. Gelände abflachen ist eigentlich nichts anderes, als dass der automatisch das Gelände unter dem Weg sozusagen abflacht, sodass der Weg perfekt auf diesem Gelände aufliegt sozusagen. Hier seht ihr auch, er macht wirklich eine größere Fläche dann vom Gelände auch glatt. Wenn ich jetzt hier am Rand lang gehe, seht ihr das nochmal ganz gut. Sodass der Weg auch keine Ecken und Kanten hat. Wenn ich jetzt hier zu sehr auf eine Schräge oder sowas eingehe, also hier würde er das sogar noch ausgleichen, aber wenn ich jetzt hier über den Abgrund gehe, dann baut er auch automatisch eine Brücke. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das funktioniert alles wunderbar. Aber wenn ihr die Funktion anhabt, dann bearbeitet er auf jeden Fall das Gelände unter dem Weg so, dass es immer perfekt unter dem Weg anliegt. Genau das Gegenteil davon erreichen wir mit Tunneln. Tunneln, da entfernt er das Gelände um den Weg. Also wenn ich jetzt hier den Weg baue, seht ihr schon, das Gelände um den Weg wird entfernt. Kann sehr, sehr praktisch sein, wenn man unter dem Weg den Boden so ein bisschen selber mit Klippen oder so gestalten will. Dann kann man diese Option auf jeden Fall gut benutzen. Oder halt, wenn man natürlich einen Tunnel bauen will. Dafür funktioniert das auch wunderbar. Können wir jetzt hier einfach mit dem Tunneln-Tool einmal schön durch den Berg graben. Und wenn wir hinten zum Beispiel keinen Tunnel mehr haben wollen, machen wir das Ganze einfach wieder aus. Und dann macht er uns hier einen wunderbaren
Übergang auf den normalen Boden. Also dafür ist das Tool sehr, sehr praktisch und funktioniert auch sehr, sehr gut. So, der nächste Punkt, da haben wir Wegstützen. Ist, denke ich mal, selbsterklärend. Achso, was ich euch gar nicht gesagt hatte. Wenn ihr mal so einen Weg bearbeiten wollt, müsst ihr den nicht entfernen oder so. Ihr könnt dann einfach mit der neuen ausgewählten Funktion, zum Beispiel eine andere Wegfarbe und diese Wegstützen, nochmal auf den Weg klicken und dann bearbeitet ihr das Ganze mit den neuen Optionen, die ihr eingestellt habt. Also hier seht ihr die Wegstützen. Ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Dann haben wir einmal gebogenes Gefälle. Das ist auch noch sehr interessant. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hoch und runter bauen würde, das habe ich euch ja vorhin schon erklärt, kann ich hier leider nichts gebogen machen. Aber sobald ich diese Option auswähle, kann ich den Weg sozusagen auch biegen. Das geht auch nach unten ganz normal und kann auch sehr, sehr praktisch sein, wenn ihr mal so eine runde Treppe oder sowas bauen wollt. Da könnt ihr dann wirklich so eine Rolltreppe bauen. Was heißt Rolltreppe? Nicht Rolltreppe, so eine Wendeltreppe, so heißen die Dinger. Also damit kann man sich auch ganz gut austoben. Und das geht auch nur, wenn ihr wirklich diese Option anhabt. Weg mit Bordstein. Das ist einfach ein Bordstein bei dem Weg. Seht ihr jetzt hier unten, relativ simpel. Funktioniert aber, also den kann man auch hier ausstellen, wenn man das ausmacht. Dann hat man keinen Bordstein. Aber das Ausstellen funktioniert leider nicht an erhöhten Wegen. Das geht nur auf Wegen, die auf dem Boden aufliegen. Also hier oben habt ihr immer leider einen Bordstein. Finde ich sehr, sehr schade, dass es nicht geht. So, was haben wir hier? Warteschlange mit Geländer. Warteschlange sind diese Wege, die habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Dann habt ihr hier einfach ein Geländer. Wenn ihr jetzt hochbaut, ist es nicht mehr der Fall, weil das finde ich auch ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil jetzt greift nämlich die nächste Option Geländer an erhöhtem Weg. Das müsstet ihr hier benutzen. Das funktioniert auch hier oben, also hier bei diesen Wegen, nicht nur bei Warteschlangen. Könnt ihr hier ganz normal benutzen, wenn ihr gerade mal keine Lust habt, selber ein Geländer zu bauen, dann könnt ihr einfach diese Funktion benutzen. So, der nächste Punkt. Weg mit Geländer. Nochmal wieder so eine Option. Die hätte man auch alles in eine Option, meiner Meinung nach, packen können. So, die ist einfach für Wege, die auf dem Boden sind und nicht erhöht sind. Einfach auch ganz normales Geländer. An Barrieren ausrichten. Das ist auch nochmal sehr interessant. Zeige ich euch mal eben. So, ich habe jetzt mal hier schnell eine Barriere für uns gebaut. Und wenn ihr das jetzt hier auswählt, an Barriere ausrichten, dann seht ihr schon, macht er mir hier automatisch an dieser Barriere, entweder links oder rechts, das spielt keine Rolle, macht er mir automatisch Einrasspunkte. An dieser Barriere immer im gleichen Abstand. Bei Wegverbindung T-Kreuzung verwenden ist sehr, sehr schwer zu erklären. Da müsst ihr jetzt mal eben genau darauf achten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine schräge Wegverbindung mache, dann geht die jetzt einfach schräg in den Weg über. Wenn ich jetzt diese Option auswähle, dann rundet er den Weg dann noch so ein bisschen ab, dass sozusagen an der Weggabelung mehr so ein T entsteht. So eine minimale Änderung. Ich hoffe, ihr konntet das gerade erkennen. Ich mache es noch einmal anders. So, jetzt ist es nämlich um einige schräger. Sobald ich diese Option anhabe, rundet er das Ganze nochmal so ein bisschen ab. Ist nur eine minimale Sache, kann aber, glaube ich, in der einen oder anderen Situation wirklich sehr hilfreich sein. Und dann haben wir noch zu guter Letzt versteckte Barrieren hervorheben. Ist, denke ich mal, relativ logisch, wenn man hier diese Barrieren benutzt hat, die versteckt sind. Die kann man sich dann einfach anzeigen lassen sozusagen. Also wenn ich jetzt hier im Wegetool bin, würde ich sozusagen die Barrieren sehen, wie ihr jetzt seht. So Leute, wir haben jetzt einmal die ganzen Optionen durchgekaut und das war wirklich viel Input, ich weiß. Aber wir kommen jetzt nochmal zu ein paar Praxisbeispielen, was man häufig braucht, wenn man so Wege baut. Also, wie kommt man am besten von hier unten vernünftig nach hier oben? Ist eigentlich relativ einfach. Also ihr fangt hier unten an zu zeichnen und könnt jetzt einfach hier nach oben zeichnen. Dann macht das Ganze dann alles automatisch, solange das hier nicht zu steil ist. Was allerdings wichtig ist, wenn ihr so einen Weg zeichnet, ihr müsst immer bedenken, dass ihr das im Nachhinein nicht mehr ändern könnt. Also das sollte schon wirklich gut geglättet sein, nicht so wie bei mir jetzt. Es ist sehr hügelig und sehr, sehr steil. Wenn ihr das hier noch ein bisschen besser überglättet und dann den Weg zeichnet, dann habt ihr auch einen vernünftigen Weg geschaffen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch so machen. Ihr macht euch hier unten einen Punkt und hier oben einen Punkt und dann könnt ihr das Ganze auch einfach direkt verbinden lassen. Das macht das Spiel dann relativ automatisch. Wenn das nicht macht, müsst ihr einfach die Weglänge ein bisschen höher stellen. Und dann könnt ihr hier auch so ein bisschen rumprobieren. Das funktioniert alles wunderbar. Ihr müsst halt immer nur bedenken, dass ihr vorher das hier alles vernünftig glättet. Als nächsten Tipp kann ich euch noch geben, wenn ihr mal das Problem habt, dass ihr diese Stufen zu steil findet. Es gibt ja nur beim Erhöhen zwei Stufen und die sind beide meiner Meinung nach sehr, sehr steil. Wenn euch das mal zu steil ist, dann könnt ihr sozusagen einmal hochbauen hier und dann flacht ihr das Ganze wieder ab und dann baut ihr so weit ihr wollt, zum Beispiel bis hier vorne, entfernt dann hier wieder die restlichen Felder und dann habt ihr sozusagen hier oben einen Einrastpunkt und hier unten
Und die könnt ihr jetzt einmal automatisch verbinden lassen. Dafür müsst ihr nur die Weglänge einmal ein bisschen höher stellen. Und dann macht ihr hier schon so eine automatische Wegverbindung. Und schon habt ihr eine Rampe hier, die nicht ganz so steil ist. So könnt ihr das Ganze ein bisschen austricksen. Ich kann euch nochmal einmal schnell daneben zeigen, wie das Original aussieht, von der Steilheit her. Also es ist schon ein Unterschied. So, jetzt seht ihr schon, ne? Also so könnt ihr das Ganze so ein bisschen austricksen. Diese Funktion, dass er automatisch Wege verbindet, die auf unterschiedlichen Höhen sind, könnt ihr wirklich zu eurem Vorteil nutzen. Ihr müsst aber so ein bisschen immer darauf achten. Also ihr seht jetzt sogar schon hier. Also man kann da wirklich rumprobieren. Er macht hier sogar so eine runde Verbindung und sowas. Aber wenn es hier zum Beispiel zu steil ist, also hier ist jetzt zu wenig Abstand zwischen den Wegen, dann funktioniert das Ganze nicht. Aber da müsst ihr einfach so ein bisschen rumprobieren. Hier sollte es jetzt zum Beispiel funktionieren, genau. Und jetzt seht ihr schon, hier könnt ihr wirklich eine wunderbare Treppe dann erzeugen, die ihr sonst gar nicht erzeugen könntet, wenn ihr das normal zeichnen würdet. Deswegen ist das sehr, sehr praktisch, erstmal den hohen Weg zu bauen und dann den unteren Weg oder erst den unteren und dann den oberen und dann das Ganze zu verbinden. Da bekommt man wirklich sehr, sehr schöne Treppen und sowas mit hin, die man sonst gar nicht erreichen würde. Genau wie hier, seht ihr. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich hier gebogenes Gefälle anmache. Ah ne, das funktioniert ja auch nicht. Ich kann hier gerade auch irgendwie nicht schief zeichnen, warum auch immer. Normalerweise kann man das auch so ein bisschen geschwungen machen. Ich weiß gerade nicht, woran das liegt. Da, jetzt seht ihr es. Also da kann man schon wirklich sehr interessante Sachen mitgestalten. Muss man sich nur so ein bisschen, ein bisschen rumprobieren, ein bisschen reinfuchsen, weil da hat man schon viele Möglichkeiten mit. Und als allerletzten Tipp kann ich euch noch geben, wenn ihr mal wirklich so eine Steigung haben wollt, die minimal ist, dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen austricksen, indem ihr hier euch einfach einen Laden schnappt, welcher das ist, ist scheißegal. Den dreht ihr dann einmal, dass ihr da vorne automatisch eine Wegverbindung macht. Der Weg ist jetzt ein bisschen zu breit hier, aber das macht rein gar nichts. Und bevor ihr den jetzt platziert, drückt ihr einmal die X-Taste. Mit der X-Taste kriegt ihr ja dieses Auswahlmenü, das kennt ihr sicherlich. Und jetzt seht ihr, der Weg bleibt connected. Und ihr könnt jetzt hier wirklich so ein bisschen rumspielen. Und dann seht ihr, hier entsteht eine Treppe und eine Steigung und sowas. Die könnt ihr dann so einstellen, wie ihr die gerne haben wollt. Ob die jetzt höher ist, steiler. Wir machen die jetzt mal so. Dann platziert ihr das Ganze einfach. Jetzt ist nämlich die Treppe darunter gebaut. Und jetzt könnt ihr einfach den Laden wieder entfernen. Und jetzt habt ihr hier so eine wunderbare kleine Treppe, die ihr jetzt auch ganz normal weiterverwenden könnt. Und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir ja wirklich so einen richtig coolen Höhenunterschied geschaffen, den man sonst gar nicht hinbekommen würde. Ja Leute, das war's mit meinem ersten Planet Zoo Tutorial. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich für euch rüberbringen und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn ihr noch gute Tipps und Tricks habt, könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Ich werde sie mir auf jeden Fall durchlesen und vielleicht kann ich mich ja auch noch so ein bisschen weiterentwickeln hier durch eure Hilfe. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Falls euch das Tutorial geholfen hat, würde ich mich auch über ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.